Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Hey, wir unterhalten uns gerade, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ja, ich rede gerade mit meinen lieben Zuschauern hier. Und natürlich auch mit dir, liebe Ingrim. So, Ingrim. So, ne? Energiekern. Ich weiß nicht, das Institut wird untergehen. Er kommt nicht an. Energiekern. Was war das, was er da über den Energiekern gesagt hat? Prime ist im Top-Zustand. Aber sein Atomtriebwerk muss neu gestartet werden. Im Moment wird er noch von der Pridwin mit Energie versorgt. Sobald ich das erledigt habe, schicken wir ihn los, um dem Institut in den Arsch zu treten. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Powerrüstung etwas mehr Wumms verleihen. Steambombe T60 hinzugefügt, danke. Glaubst du, ich werde es brauchen? Sarkastisch, nicht nötig. Wird gehen. Was? Nicht nötig? Das wäre wirklich nicht nötig gewesen, Ingrim. Ach, komm schon. Das hast du dir verdient. Außerdem wird Liberty Prime ganz sicher nicht losziehen, um dir ein Geschenk zu besorgen. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Jawohl. Es ist aber auch cool. Liberty Prime. Na, Großer? Alles okay? Ich mag die Animation da oben. Ah, schön. Das ist echt ein Riesending, ne? Blinder Verrat. Aha. Blinder Verrat. Dann schauen wir mal nach, was los ist, ne? Das hört sich nicht so gut an, diese Quest. Hoffentlich meint er nicht uns. Wir waren treu. Wir sind eine treue Seele. Zumindest noch. Bis wir dann den Spielstand neu laden und dann beim Institut anheuern. Ja, und das weiß er ja nicht. Da schaut ja meine Let's Plays nicht. Der älteste Maxon. So. Die Dokumente soll ich auch mal abgeben. Wo war der Hampelmann? War der ganz unten? Oder ganz oben? Nein, ich habe es nicht vergessen. Mir ist es nur gerade entfallen. Genau. So. Ich glaube, der ist oben. Schüttel, schüttel. Ich muss kurz mal meinen Tee ein bisschen schütteln. Ich habe ihn da in so einer kleinen süßen... auf der Brücke melden. Truppführer Delta auf die Brücke. Ich habe da eine kleine Thermoflasche. Na, wo ist er? Zigarrenkiste. Was haben wir denn da? Ah. Muss ich das lesen? Internes Netzwerk der Pridwin. Nachrichtenterminal. Maxon. MX-001E. Kells. Paladin Hudson. Originale, was? Nicht original, Alter. Dringliche Mitteilung von Lancer Captain Kells an ältesten Maxon. Wir haben einige erschreckende Neuigkeiten über einen Anstieg der Supermutantenaktivität nahe des Commonwealths erhalten. Paladin Hudson hat sich freiwillig gemeldet, der Sache allein nachzugehen. Diese Mission wird den Paladin tief in feindliches Gebiet führen. Er wird also sämtliche Unterstützung brauchen, die wir aufbringen können. Ich lasse Tegan, Paladin Hudson, einen ausreichenden Vorrat an Munition mitgeben und Ingrim soll prüfen, ob seine Powerrüstung einwandfrei funktioniert. Ich stelle Paladin Hudson außerdem einen unserer bewaffneten Vertipörts zur Verfügung. Ich lasse die Maschine also sofort startklar machen. Sobald alles bereit ist, treffen wir uns mit Paladin Hudson auf dem Flugdeck, damit wir ihn anständig verabschieden können. Ich betone nochmals, wie gefährlich diese Mission werden wird. Es ist also unerlässlich, dass wir dem Paladin jedwede Unterstützung zukommen lassen. Wir haben das gemacht, oder? Aufklärungsteam
Artemis. Waren das nicht unsere Missionen? Wieder vom selben an denselben. Wie gewünscht, sende ich Ihnen sämtliche Informationen zum Aufklärungsteam Artemis. Laut den Aufzeichnungen haben wir das Team vor etwa 3 Jahren ins Commonwealth geschickt. Ja, das sind unsere Missionen. Um einige Standarterkundung durchzuführen. Beginnend mit dem Gebiet um Malden. Wir haben einige Berichte des Teams erhalten, dann riss der Kontakt auf einmal ab. Nichts in ihrer Mitteilungen ließ auf etwas Ungewöhnliches schließen. Daher gehen wir davon aus, dass sie entweder keine Nachrichten mehr schicken konnten oder getötet wurden. Das Team bestand aus 7 Soldaten, angeführt von Paladin Brentis. Sie hatten also ausreichend Feuerkraft und Erfahrung, um eine solche Erkundungsmission zu überstehen. Ich habe mehrere Erkundungsteams losgeschickt, um Artemis ausfindig zu machen, aber bisher ohne Ergebnis. Ingram. Sorgen über die Pritwin. Von Protector Ingram an Ältester Maxen. Wie Sie wissen, hat mein Team die alte Energiequelle der Pritwin gegen den verbesserten Fusionsreaktor ausgetauscht, den wir aus dem alten Flugzeugträger geholt haben, damit die Pritwin das Commonwealth schnell erreicht. Ich konnte den neuen Reaktor zwar auf fast 100% Effizienz bringen, das System verbraucht aber mehr Kühlmittel als erwartet. Jetzt, wo wir über den Flughafen festgemacht haben, konnte ich die Haupttriebwerke abschalten, aber selbst durch das Schweben verbrauchten wir noch Kühlmittel. Irgendwann werden also unsere Vorräte an Kühlmittel aufgebraucht sein. Dann müssen wir die Pritwin landen. Ich brauche dringend Ihre Hilfe, wenn wir das verhindern wollen. Weitere Details präsentiere ich Ihnen dann bei der nächsten Lagebesprechung. Kade an Protector Ingram. Von Rita Captain Kate an Lancer Captain Kells, ältester Mixen. Wie gewünscht, sende ich Ihnen meine Einschätzung zu Protector Ingrams Einsatzfähigkeit im Feld. Meiner Meinung nach ist Ingram voll und ganz geeignet für Einsätze im Feld und wäre eine Bereicherung für jedes Team, das das Glück hat, sie dabei zu haben. Bevor die Pritwin das Ödland der Hauptstadt verlassen hat, habe ich ihr 6 Monate lang bei der Entwicklung des Power-Rüstungsgestells geholfen, mit dem sie ihre Mobilität verbessern sollte. Sie hat hart mit dieser Rüstung trainiert und ist mehr als geeignet für einen Einsatz mit unseren Bodentruppen. Ich behandle seit fast 2 Jahrzehnten verwundete Soldaten und ich habe noch keinen gesehen, der derart entschlossen und pflichtbewusst ist wie Ingram. Sie auf dem Schiff zu lassen, wäre Ressourcenverschwendung und eine echte Schande. Oh. Tegan. An gepanzerte. Gepanzerte Jack. Okay, und ältester Maxen. Es wird sie sicher freuen zu hören, dass wir die Arbeit an der Panzerungseinlagen für ihre Jack beendet haben. Ich schicke gerne einen Gelehrten nach oben, um die Jack abzuholen. Die Panzerung ist recht stark, aber ich denke, sie werden vor allem zu schätzen wissen, wie leicht die Jack sein wird, wenn wir die Anpassung vorgenommen haben. Ich habe die Panzerung ausgiebig getestet. Sie sollte sie vor verschiedenen Arten von Energiewaffen und vor den meisten ballistischen Geschossen schützen. Tragen Sie sie einige Tage und lassen Sie es mich dann wissen, ob die Jack bequem sitzt oder ob ich noch weitere Anpassungen vornehmen soll. Okay, dann Kells wieder, Fort Strong, da waren wir auch. Also Lancer Captain Kells an Ältester Maxen. Laut Protector Quillen, haben wir es mit einer akuten Bedrohung zu tun. In den Ruinen von Fort Strong befinden sich ein beachtlicher Vorrat an Fat Man Bomben. Außerdem wird die Einrichtung derzeit von einer Gruppe Supermutanten gehalten, deren exakte Größe wir nicht kennen. Ich muss Sie sicher nicht daran erinnern, dass Supermutanten schlau genug sind, diese Waffen zu nutzen, und die Pritwin befindet sich in Reichweite eines Fat Man. Ich möchte Sie daher eindringlich
darum bitten, jemanden dorthin zu schicken, um diese Bedrohung zu neutralisieren, bevor wir zur Zielscheibe für ein nukleares Waffenarsenal werden. Ja, gut, das haben wir auch geschafft. Kells, Update Fort Strong. Wieder dasselbe wie vorhin. Ich wollte Sie nur kurz darüber informieren, dass ich die Fatman-Bomben aus der Waffenkammer von Fort Strong in den unteren Frachtraum der Bridwin bringen lasse. Damit ist die Sicherheit der Waffen während der Vorbereitung unseres Angriffs auf das Institut gewährleistet. Gut, dann Ingram an Institut Taten. Also nicht an, sondern das Thema heißt Institut Taten. So. Protector Ingram an Ältesten Maxton. Boah, Schwick, ne? Das ist viel zu lesen. Unser neuer Rekrut hat ein Holoband voller wichtiger Taten aus dem Institut mitgebracht. Ich habe das Band Protector Quinlan übergeben, damit sein Team sofort mit der Entschlüsselung der Informationen anfangen kann. Sobald wir etwas Handfestes herausgefunden haben, lassen wir sie wissen. So, Ingram, Liberty Prime. Protectron Ingram an Ältester Maxton. Jetzt, da wir das Gerüst fertiggestellt haben, können wir mit der Rekonstruktion von Liberty Prime anfangen. Ich habe fast mein gesamtes Team auf das Projekt angesetzt. Außerdem helfen einige von Quinlans Gelehrten bei den komplexen Berechnungen aus, die nötig sind, um Prime wieder auf die Beine zu bekommen. Wenn unser neuer Rekrut Erfolg hat, werden wir alle Teile haben, die wir für den Abschluss des Projektes benötigen. Dann können Sie dem Institut Prime direkt vor die Haustür schicken. Sehr gut. Ingram, Update, Liberty Prime. Von Protector Ingram an Ältester Maxton. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Arbeiten an Liberty Prime abgeschlossen sind. Die ersten Diagnosetests seiner Einsatzfähigkeit sind sehr vielversprechend. Derzeit wird Prime noch von der Bridwin mit Energie versorgt, aber wir hoffen, seine Reaktoren schon bald in Betrieb nehmen zu können. Sobald wir das geschafft haben, ist er voll einsatzfähig. So, Ingram, Liberty Prime, bereit. Wieder dieselben, ne? Jetzt, da wir Liberty Prime vollständig zusammengesetzt haben und über den Beryllium-Beschleuniger verfügen, können wir mit der letzten Phase unserer Operation beginnen. Wir müssen nur noch den Schalter umlegen, um seinen Reaktorkern zu starten. Dann läuft Prime wieder voll unabhängig. Ich habe seine Datenbank so programmiert, dass er direkt zu den Ruinen des alten CIT-Gebäudes vorrückt. Ich schlage vor, dass Sie ihm eine Eskorte zur Seite stellen, denn das Institut wird sicher alles in seiner Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass Prime sein Ziel erreicht. Das wird dann unser Auftrag sein. Kells von Paladin... das Thema Paladin Tens. Lancer Captain Kells an Ältester Maxton. Sir, wie von Ihnen befohlen, habe ich unsere gesamte Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Unsere Soldaten haben Befehl, sofort das Feuer auf Tens zu eröffnen. Was? Anstatt ihn für weitere Untersuchungen gefangen zu halten. Was? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit seiner Exekution nicht nur ein Zeichen für unsere Brüder und Schwestern setzen, sondern auch für das Institut. Mir ist bewusst, dass bestimmte Mitglieder der Bruderschaft Dance sehr nahe stehen, aber ich bin sicher, sie sind ebenfalls der Meinung, dass wir ihn keinesfalls am Leben lassen können. Während seiner Zeit in den Stellen der Bruderschaft hat er Unmengen an Informationen sammeln können und wir müssen ihn aufhalten, bevor das Institut den Schalter umlegt, um ihn zurückholt. Das ist ein Sünd? Hör auf! Das ist ein Sünd? Dance ist ein Sünd? Das ist jetzt überraschend. Das ist jetzt äußerst überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, Maxton. Etwas, das Sie mir sagen wollen, Ritter? Ich werde beschuldigt. Ich bin verwirrt. Nichts zu verbergen. Beleidigt. Bitte was? Ich werde beschuldigt? Was vorgeworfen? Das werden wir sehen. Proctor Quinlan hat die Daten entschlüsselt, die Sie aus dem Institut mitgebracht haben. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. Oh. Ist er sich sicher? Muss ein Fehler sein? Das ist unmöglich.
Falsche Daten? Bitte was? Ist Quinlan sich absolut sicher? Proctor Quinlan hat die Informationen mehrfach überprüft. Ich kann Ihnen versichern, dass das Ergebnis eindeutig ist. In den Daten, die Sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Dances DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich auch noch unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er Ihnen das nie erzählt und Sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Meine Position gefährden? Meine Pflicht, er hat es mir nie gesagt. Sie haben vielleicht Nerven. Er hat es mir Sie nie gesagt. Mir glauben, er hat mir nie gesagt, dass er ein Synth ist. Offenbar habe ich Sie falsch eingeschätzt. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Synth. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Unsere Mission im Commonwealth ist eindeutig. Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Jawohl. Eine andere Möglichkeit, ich weiß nicht, mit Vergnügen. Er hat eine Chance verdient. Eine andere Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit? Auf keinen Fall. Meine Entscheidung ist endgültig. Hören Sie, mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quinlan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. In Gottes Willen, ne? Du Heilige. Wieder rauf oder raus? Rauf, ne? Ich will rauf. Danke. Na, du liebes Bisschen, ne? Grüße, Ritter. Servus. Ja, geradeaus wahrscheinlich. Jo. Ah, perfekt. Oh, die wollte ich ja schon. Man hatte mir gesagt, dass du kommen würdest. Die Sache mit Dance tut mir leid. Über Dance. Ich will nicht reden. Wir werden ihn vermissen. Ich brauche keine Entschuldigungen. Über Was Dance. Weißt du über diese Sache? Als ich die Daten entschlüsselt habe, die du aus dem Institut mitgebracht hast, bin ich auf eine Liste gestoßen. Wie es scheint, führt das Institut sehr gut über seine Synths Buch. Unter anderem wird vermerkt, welche verschwunden sind. Als ich mir die Liste angeschaut habe, bin ich auf ein Bild von Dance gestoßen, das mit M797 beschriftet war. Ein schneller DNS-Vergleich mit den Daten aus unserer Datenbank hat dann den Rest der Geschichte ergeben. Ich bin sicher, dass das ein ziemlicher Schock für dich war, Ritter. Es tut mir leid. Tja, ich will nicht reden. Wir werden ihn vermissen. Ich brauche keine Entschuldigung. Wir werden ihn vermissen. Wir werden ihn vermissen. Das bezweifle ich. Ich vermisse einen Synth genauso wenig wie ein Transistorradio. Du hast mir nur leid getan, weil er dich getäuscht hat. Aber egal. Ich habe mir Dances Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn. Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße, von wegen Dance wäre ein Synth? Ich vermute, mit deinem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Dances Identität zum Ausdruck bringen. Ich glaube, der ist ein Synth. Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrter. Ich glaube, der ist ein Synth. Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Woher weißt du das? Ich habe keine Zeit. Befehl ist Befehl. Denn dein Ton gefällt mir nicht. Woher weißt du das? Woher weißt du davon? Es gibt keine Geheimnisse in der Bruderschaft. Maxon hat verlangt, dass wir Paladin Dance aufspüren und dir dann seinen Aufenthaltsort melden sollen. Das kann nur bedeuten, dass du ihn zur Strecke bringen sollst. Ich habe keine Zeit. Befehl ist Befehl. Dein Ton gefällt mir nicht. Befehl keine ist Zeit. Befehl ist Befehl? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nach allem, was er für dich getan hat. Es liegt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Halen, du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihr den nötigen Respekt zollen. Sonst lasse ich dich vor ein Kriegsgericht stellen.
Sofern du keine Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proktor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut. Würdest du sie uns dann bitte mitteilen, oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest? Ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Da ist irgendwas faul. Das glaube ich nämlich auch. Für einen Synth war Dance einfach zu, wie soll ich sagen, zu menschlich, oder? Ich würde eher den Wissenschaftler da verdächtigen, den Kerl da. Warum? Erstens, warum will der so viele Dokumente haben, technische Dokumente, überall im Commonwealth? Das ist doch schon wieder Datensammeln. Na, ich bin gespannt. Anders entschieden, jede Hilfe. Dance finden. Genervt, Dance finden. Ich nehme alles, was mir hilft, Dance zu finden. Ja, Mann. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Mann. Da stimmt echt was nicht. Ich glaube nämlich, Halen hat recht. Trottel. Dr. Quinlan. Wenn das nicht die Frau ist, die Prime wieder zum Leben erweckt hat. Die Bruderschaft steht in deiner Schuld. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du dich vielleicht für eine Forschungspatrouille melden? Nein, Dokumente. Ich habe technische Dokumente für dich. Sicher interessantes Forschungsmaterial. Ich werde es unverzüglich katalogisieren. Hier sind die versprochenen Kronen. Danke. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Ja, ich weiß schon. Edda, du bist hübsch wie immer. So. Eine Katze. Ja, du. Ja, hallo. Miau. Ja, miau. Da stimmt echt was nicht. Das kann nicht sein, dass Dance ein Sünd ist. Mich trifft der Schlag. Das gibt's ja echt nicht. Der, aber hingegen dieser Wissenschaftler da. Vielleicht ist es auch Halen. Boah, ey. Krasses Pferd. Vielleicht ist es niemand. Und das ist einfach nur, weil der ihn loswerden möchte oder was. Keine Ahnung. Boah, das wird jetzt echt heftig, glaube ich. Licht wäre nicht schlecht, ne? So. Geh nur, meine Gute, ich folge dir. Alter, jetzt erzähl. Was ist los, hey? Du, mach... Gelehrte Halen, willst du Paladin Dance wirklich töten? Na, aber sag's kein. Dance Aufenthaltsort, ich weiß es nicht. Riskante Frage. Befehl befolgen, ich weiß es nicht. Weiß es noch nicht. Bevor du dich entscheidest, will ich, dass du mir kurz zuhörst. Ich kenne Paladin Dance, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet, mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quinlans Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Dance. Ich weiß, was du sagen willst. Warum sagst du mir das? Ungeduldig. Gewagte Aussage. Mit einem Verräter sympathisieren. Na, warum sagst du mir das? Warum erzählst du mir das alles? Weil es jemand tun muss, bevor du losziehst und Maxons Befehl ausführst. Ohne vorher darüber nachzudenken, was du da eigentlich tust. Dance ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Ich weiß. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Ich weiß, das habe ich so vorgehabt. Nur kann ich das dem Maxen nicht sagen. Der dreht wieder am Rad sonst. Befehle missachten? Ich bin verwirrt. Ich werde ihn anhören. Keine Versprechen. Natürlich höre ich ihn an. In Ordnung. Ich werde ihn anhören. Um mehr bitte ich dich nicht. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Dance mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo, eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin unterwegs ist. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. Alles klar. Wir werden es erfahren. Edda,
Du hast es gehört. Nicht schießen, bevor ich schieße. Hörst du? So, komme ich hier eigentlich auch raus? Das wäre echt cool. Nee. Nein, nein. Da muss ich hier wieder rauflaufen und dann komme ich raus. Ja. So und so und so. Ladadam. Und runter mit uns. Dadadam. Bam, bam, bam. Boah, ne? Das ist ja wieder mal eine Geschichte. Aber ich glaube auch, dass da irgendwas faul ist. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass der, unser Paladin Tenz, die reine gute Seele, dass das ein Sünd sein soll. Das glaube ich nicht. Ja, eigentlich schon. Ich trinke mal was. Auf Tenz. Ja, ja. So, wo dürfen wir denn da jetzt bitte schön hin? Das da? Ja. Am nächsten wäre es hier, denke ich, ne? Kinderkrippe und dann ein Stückchen laufen. Boah, ne? Das ist mal eine Geschichte, ey. Ich werde jetzt auch sicherheitshalber speichern. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das in die Hose gehen tut. Weil ich bin ja, ja, für Fails und so bin ich ja eine Spitzenreiterin, ne? Da müsste ich schon bald eine Auszeichnung dafür kriegen. Hallo? So. Also, mal kurz speichern. Ich würde sagen, hier drauf. Bitte, wir... Dort. Moment mal. Du gehörst nicht zu den Gunnern. Bist du hier, um uns zu helfen? Ihr habt ein Problem? Gunner? Hier, um ich zu helfen? Ich bin hier, um euch zu helfen. Was gibt es für ein Problem? Es sind die Gunner. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Ja, ich probier's mal. Kein Problem. Gunner sind nur Raider mit besserer Rüstung. Ja, ich bin sicher, du hast recht. Wir können das schaffen. Die Gunner werden nur alles kurz und klein schlagen, um an uns ein Exempel zu statuieren. Wenn du also was für die Verteidigung gebrauchen kannst, greif zu. Findet sie. Aha, ist schon soweit, ne? So, getroffen haben wir gleich was. Aber wir haben eh schon recht brauchbare Waffen und so, ne? Ich höre da nämlich was ballern. Alter, der, ne? Da drüben ist noch so ein Kerl. Habe ich jetzt einen Siedler umgeschossen? Echt jetzt? Wieso rennt denn der vorn rüber, dieser Idiot? Ich habe keinen Beton mehr. Weißt, es ist manchmal echt mühselig mit diesen Leuten. Das ist einfach unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar. Wo ist denn ihr Generator? Da ist er, ne? Es ist halt wirklich... Es ist schon manchmal, ist es schon mühselig. Das kann man echt nur so sagen. So. Du sollst das verbinden. So. Okay. So. Vielleicht so. Ja, ich... ich habe einen Schmarrn gemacht. Ne? Ich habe aus Versehen einen Siedler erschossen. Ja, das war natürlich nicht, nicht so gemeint. Das habe ich halt wieder ganz super gemacht. Raketengeschütze. Ich würde sagen, der kann hier noch hin. So. Und... So. Ich schätze, sie werden wiederkommen.
Na, reparieren hätte ich ihn gern gemacht, ehrlich gesagt. Jo. Ich glaube, sie sind entkommen. Ich glaube, sie sind entkommen. Ja, ich muss abhauen hier. Das war natürlich jetzt nicht so klasse. Das wollte ich jetzt auch nicht, dass ich die da jetzt so erwische und dann umschieße. Ich kann nichts dafür, wenn der vorne drüber rennt. Da bin ich total unschuldig. Ich muss mal kurz hier weg. In der Hoffnung, dass ich, ja. Es war ein Unfall. Ich kann da nichts dafür. Der Trottel hätte nicht von drüber rennen brauchen. Ah, ich bin sogar richtig gelaufen, aus Versehen. Aha, ja, gut. Ich meine, was sage ich da? Das war natürlich mit Absicht. Ich habe genau gewusst, dass wir hier hin müssen. So. Was? Oh, Sers. Du Glumpert. So. Ist jetzt Ruhe hier? Ich hoffe. So, was haben wir da Schönes? Das sperren wir gleich mal auf hier. So, ist fein. Ja. So, Brennstoff. Da, da, bam, bam, bam. Bam, bam, da, da, bam. Das nehmen wir alles mit, den Ordner auch. Da ist auch jemand verstorben, aber da können wir nichts looten. Da haben wir auch noch was Tolles, da ist auch noch was. Boah, ne? Gar nicht mal so schlecht. Aha. Jo, bitte. Abgeschlossen, jawohl. Edda, meine gute, treue Seele. Bitteschön. Jo, lauter Graffel. Da, ba, da, ba, dam, bam, bam. Das kannst du auch haben. Dann hier natürlich. Das auch. Das. Und dann noch den gesamten Schrott. So. Na, komm schon. Boah, das ist echt viel, was wir schon wieder haben. Alter Schalter. Passt. Steam-Bombe. Ja, das Steam-Mod lasse ich mal. So. Dann gehen wir weiter, ne? Nach unten. Hui. Ich zieh vielleicht gleich mal die Buffe. Die Buffen. Die Buffen. Die Waffe. Au! Ich hab's gewusst, dass das so ein Quatschke ist. Sprich mit Paladin Dance. Robert Dance. Alter Boden! Jawohl! Haben wir jetzt Ruhe? Ich hoffe. So. Ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, das sind nur ganz normale Roboter. Ich meine, die, was man als Mensch sonst auch hat, ne? Ich kann, bitte lass es, bitte sei kein Sünd, bitte sei kein Sünd, bitte mach, dass der Wissenschaftler ein Sünd ist. Alter, das wäre so schlimm. Also für mich wäre es echt schlimm. Ich, boah, ey. Zigarren, ja, das nehmen wir auch noch mit. Ich meine, es ist zwar ein Blödsinn, das alles mitzunehmen, weil ich sowieso nochmal neu laden muss. Aber, ja, was haben wir da? Das ist nur so eine Höhle, ne? Gibt es nicht sonderlich viel Technologie, oder? Dance, warte. Ich muss vielleicht doch da durch. Alter Freund. Warte bitte, ich will dir nichts Böses. Ich steck mal die Waffe weg. Die Erde ist gleich durch die Wand gefahren. Es überrascht mich nicht, dass Maxon dich geschickt hat. Er hat sich noch nie gerne selbst um die Drecksarbeit gekümmert. Warum hast du es mir nicht gesagt? Das verstehe ich nicht. Du hättest es mir sagen sollen. Du bist ein Verräter. Warum hast du es mir nicht gesagt? Du hast es mir nicht gesagt, Dance. Weil ich es nicht wusste. Bis Quinlan diese Liste entschlüsselt hatte, hielt ich Sins für den Feind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu hören bekomme, dass ich selbst einer bin. Wenn Hayley nicht gewesen wäre, würden wir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und? Wie lauten deine Befehle? Will mich Maxon überhaupt lebend? Nein, unwissend über Identität. Weiß nicht, ein Weg nach draußen. Sins sind der Feind.
Unwissenheit über Identität. Wie konntest du nicht wissen, dass du ein Synth bist? Es ergibt doch für mich auch keinen Sinn. Es fühlt sich an wie ein grausamer Scherz. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie ich in den Ruinen aufgewachsen bin. Alles. Ich schätze, das haben sie mir alles einprogrammiert. Ich habe das Gefühl, dass ich stets mein Leben kontrolliert habe. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen und so mein Schicksal bestimmt. Selbst wenn die Beweise sagen, dass ich ein Synth bin, fühle ich mich jetzt nicht anders. Ich fühle mich immer noch als Mensch. Warum kümmert dich das überhaupt? Du bist doch offensichtlich hier, um Maxons Befehle auszuführen. Will er mich überhaupt lebend? Weiß nicht. Ein Weg nach draußen. Synth sind der Feind. Weiß nicht. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheint mir offensichtlich. Mir ist klar, dass das hier schwierig für dich sein muss. Ich wünschte, Maxon hätte jemand anders geschickt. Aber das alles ändert nichts an den Tatsachen. Ich bin ein Synth. Und das heißt, ich muss zerstört werden. Wenn du deine Befehle missachtest, verrätst du nicht nur Maxon, sondern auch die stählerne Bruderschaft und alles, wofür sie steht. Man kann Synths nicht trauen. Maschinen sollten niemals ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen kontrolliert werden. Technologie ohne Grenzen war es, was die Welt vernichtet und die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Warum bist du weggelaufen? Bin mir nicht sicher. Du bist ein Mensch. Du bist eine Maschine. Warum bist du weggelaufen? Wenn du wirklich so denkst, warum bist du dann überhaupt abgehauen? In dem Moment, in dem ich die Wahrheit erfuhr, wusste ich, dass mein Leben in Gefahr ist. Ich bin Soldat, also hat mein Überlebensinstinkt übernommen. Ich musste mich zurückziehen und die Lage neu einschätzen. Nachdem ich hier angekommen bin, hatte ich Zeit zum Nachdenken. Und ich habe gemerkt, dass ich alles nur noch schlimmer gemacht habe. Ich hätte auf der Kridrin bleiben und das Unvermeidliche akzeptieren sollen. Wie gesagt, ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Du bist aber ein Mensch. Die Empathie, die du zeigst, das ist ein menschliches Gefühl. Ich weiß zu schätzen, was du zu tun versuchst, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner wahren Identität zu tragen. Maxon hat dir befohlen, mich zu töten. Und ich werde mich dir sicher nicht in den Weg stellen. Keine andere Möglichkeit? Mach selber. Dich weigern, Dance hinzurichten. Gibt's keine andere Möglichkeit? Einen anderen Weg aus dieser Sache? Wir wissen beide, dass das hier das Richtige ist. Wenn du Maxons Befehle nicht ausführst, untergräbst du alles, wofür die Bruderschaft steht. Ich kann nicht zulassen, dass so etwas meinetwegen geschieht. Boah, das ist echt eine harte Geschichte. Kein Synth sein. Ich werde es nicht tun, Lance. Ich kann nicht glauben, dass du dein Leben riskierst, um meins zu schützen. Warum tust du das für mich? Maxon irrt sich. Einen Freund verlieren. Ausweg für Feiglinge. Freund verlieren. Ich habe schon meine Familie verloren. Ich will nicht auch noch einen Freund verlieren. Du hast recht. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich sollte bedenken, wie sich mein Tod auf die auswirkt, die mir nahestehen. Leute wie du und Halen. Jetzt, da du mir die Augen geöffnet hast, kann ich meine nächsten Schritte abwägen. Nächster Schritt? Sarkastisch. Ich stehe hinter dir. Meine Mission. Nächster Schritt? Was sollen wir als nächstes tun? Du musst deinen Kampf gegen das Institut fortsetzen. Ich muss ab jetzt einen anderen Weg gehen. Die einzig sinnvolle Alternative ist, das Commonwealth zu verlassen. Je eher ich mich auf den Weg zur Grenze mache, desto eher kann ich das alles hinter mir lassen. Nimm meine Holomarke. Nutze sie als Beweis, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Sonst schickt mir Maxon nur jemand anders auf den Hals. Dann komm, lass uns von hier verschwinden. Dance Holomarke. Gut, dann nehmen wir sie mal. Was haben wir da Schönes? Nehmen wir doch gleich alles mit, oder? Er kann kein Synth sein. Ich glaube das nicht. Das kann nicht sein, um Himmels Willen. Dann hätte unser Sohnemann ein Meisterwerk geschaffen. Ein Synth, der sich erstens nicht daran erinnert, ein Synth zu sein mit vollständigen Erinnerungen. Das wäre Wahnsinn. Dann könnte niemand mehr auf der Welt unterscheiden, ob das jetzt ein Synth ist oder nicht. Boah, das wäre krass.
Das wäre echt krass. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, ich habe kein Licht an. Hey, Edda. Oh, der Part ist zu Ende. Ich verlasse nur ganz schnell hier das Gebäude und dann werden wir den Part beenden tun. Was ist eure Meinung? Was meint ihr? Er wirkt doch viel zu menschlich, um ein Sünd zu sein. Um keine Fehler. Halen kennt ihn so lange. Können Sie es wagen, die Bruderschaft zu verraten? Das ist meine Schuld, nicht ihre. Zu dir komme ich gleich noch. Ritter, wieso wurde dieses Ding noch nicht zerstört? Warum ist er da? Alter, ich beende jetzt mal kurz den Part. Das ist mir gerade ein bisschen viel. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ja, im nächsten Part. Sei ruhig, Maxen. Also, tschüssi.